Willkommen zurück zu einer neuen verstohlenen Folge A Plague Tale Innocence. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Assassinen, die das letzte Video bewertet haben. Wir machen weiter mit meiner kleinen, aber süßen Mini-Assassine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Nehmt euch die Sekunde. Wärst du so freundlich? Wärst du so freundlich? Dankeschön. Viel Spaß damit. Dann weiter. Ich komme schon. Ich will dich nicht wieder verlieren. Und sie ist weg. Nein, sie ist noch hier drüben. Okay, wo gehen wir hin? Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Die sind aber alle besoffen, oder? Ja, die sind alle besoffen. Ich vermisse irgendwie meine Schleuder. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Und ein bisschen Alkohol klauen ist immer wichtig. Was fressen die denn hier? Ein halbes Pferd. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Naja, gerade so. Die sind alle so weggetreten. Die bekommen ja gar nichts mit, oder? Wir müssen zurück und ein Dorf plündern. Ein Dorf plündern? Habt ihr nicht alle leer geplündert? Sind die Dörfer denn nicht langsam mal am Ende? Mein Bruder! Sieht ganz so aus! Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Okay, wir können leider nichts herstellen. Deine Schwester! Die behalten wir für uns, oder Jungs? Dreckige Schweine. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Diese Dreckskerle. Beruhige dich. Hey, die Kleine. Die Kleine. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Okay, der Junge ist alleine. Ist das wirklich unsere Chance? Oder steht hier noch irgendjemand rum? Gott sei Dank geht's ihm gut. Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Ich meine, wir alle wissen, wie labil der Kleine ist. Und wie instabil. Kann ich das hier mitnehmen? Nein! Extrem schade. Okay, retten wir meinen Bruder. Oh, Moment. Okay, das können wir auch nicht mitnehmen, aber hier drüben ist eine Werkbank. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Die Zelte! Die verdammten Zelte! Dein Einsatz, Melly. Okay, Melly. Ich brauche meine Ausrüstung. Ohne die kann ich nicht arbeiten. Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Kommen die zu uns? Endlich. Jetzt, Hugo, ich muss den Käfig herunterbekommen. Moment, Moment, Moment. Was können wir hier tun? Bänder verbessern? Die Tasche wäre irgendwie am wichtigsten. Na komm. Ich bin oft voll mit irgendwelchen Materialien. Das sollte mir die Sache erleichtern. Aber hier gibt es sonst nichts mehr. Doch, hier drüben. Zurück. Was? Alles in Ordnung, ich bin hier. Du bist verschwunden. Oh, der bekommt ja Panik. Wenn ich nicht in seiner Nähe bin. Das ist ja Wahnsinn. So, mein kleiner Freund. Keine Panik. Deine große Schwester rettet dich. Zum Glück sind sie beschäftigt. Das war sehr, sehr laut. Melly, das Schloss. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich.
Amicia. Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Melly ist also ein böses Mädchen. Wir merken uns das mal genau so. Melly die Böse. Okay, wir können töten oder am Leben lassen. Tja, ihr wolltet euch also mit mir amüsieren, ha? Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Ihr wolltet euch also mit einem unschuldigen Mädchen vergnügen. Ihr perversen Schweine. Jetzt ist die Show vorbei. Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Sie ist nur ein Kind. Sie wird sich irgendwo verstecken. Irgendwas liegt hier drüben. Was war das? Oh nein, 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 nein. Hey, hier! Ja, hier! Dann los. Wir verstecken uns hier. Melly! Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Rüber zu mir. Wir müssen den auch töten. Was? Der verfault noch nicht. Das muss gerade passiert sein. Wer ist da? Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Okay, jetzt langsam mal hier Schluss. Scheiße. Melly, übernimmst du? Also schön. Was hab ich da gerade gesehen? Oh nein, ihr hättet nicht kommen sollen. Aber jetzt, oder? Das war... Aber jetzt! Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ja, will ich. Genau das habe ich vor. Kleine Melly. Okay, können wir hier weiter lang gehen? Müssen wir wirklich einmal komplett durch die Mitte durch? Ein größeres Zelt, was können wir hier finden? Loot ist immer gut, aber irgendwie komme ich hier nichts. Ah, doch, hier drüben. Ein wenig Salpeter. Alkohol. Alkohol, das ist Mangelware. Die Leute haben schon geschrieben, kann man jemanden wirklich mit so einem Stein töten? Durchaus. Also, möglich ist es. Natürlich... ist es schwierig. Der Wurf muss präzise sein. Stark genug. Die Kriegserklärung der Engländer. Kriegserklärung. Edward III. Will den französischen Thron. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Was? Ich, hey, what? Stehen bleiben. Komm! Oh mein Gott! Ich hab den nicht gesehen. Ich hab gedacht, hier wäre niemand mehr. Wo bin ich jetzt? Oh, sag mir nicht, ich bin... Oh, no. Oh, no. Ich bin hier wirklich komplett am Anfang wieder. Ey, das ist ekelhaft. Ich hab den Kollegen da nicht gesehen. Ich war so vertieft auf die Kriegserklärung. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass hier noch einer steht. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Ich bin's leid wegzulaufen. Ich will die Kriegserklärung aber trotzdem haben. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Dann los. So, einer war irgendwo hier drüben. Kommt jetzt rüber zu uns. Alles klar, dann holen wir den direkt. I'm ready for this shit. Ja, komm. Scheiße. Wo bist du? Dein Kopf endet auf einer Lanze, hörst du? Ich sehe nichts. Na los. Oh, wo ist er denn? Geh doch mal zu der Leiche hin.
Tja, dann komm ich und hol dich, weil ich will die Truhe. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Das ist ein Bogenschütze, glaube ich, da hinten. Ja, das ist ein Bogenschütze. Ich finde euch. Merkt euch meine Worte. Wir looten gleich. Erstmal alle töten. Und dann holen wir uns die fette Belohnung. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ja, will ich, Melly. Oh, Melly. Smelly Melly. Ja, hab ich vor. Genau das ist mein Plan. Ich werde im Alleingang diesen Krieg gewinnen. Okay, jetzt die Truhe. Melly, übernimmst du? Also schön. Da drüben steht noch einer. Steine bin ich voll. Steine können wir leider nur 10 tragen, denn die gehören ja zur Munition und nicht zu den Materialien. Leder ist immer gut. Leder ist immer mega gut. So, hier drüben sehe ich einen. War das der? Habe ich jetzt Ruhe? Die Kriegserklärung der Engländer. Edward III. Will den französischen Thron. Wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Wo ist da der Unterschied? Wohl wahr, mein Kind. Wohl wahr. Wo ist da denn bitte noch der Unterschied? Komm jetzt hier durch. Nein. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Lass uns abhauen. Sie wollen Hugo. Vorwärts! Hier geht's raus. Schnell! Weiterlaufen, Hugo. Folge Melly. Oh, da war noch Loot. Guter Loot. Komm hoch! Alter, der Typ ist ja voll der Terminator. Läuft da langsam durch Rauch und Flammen. Sie kommen hoch. Uns läuft die Zeit davon. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Scheiße. Komm schon, Melly. Schon schieß. Alles klar. Weiter. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly. Komm schon, komm schon. Komm schon, Melly. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Oh, verdammt. Ihr könnt euch nirgendwo verstecken. Oh, verdammt! Amicia, komm schnell! Da! Dort drüben! Schnappt sie! Amicia? Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Los! Also dieses Spiel ist wirklich schonungslos, oder? Beschädigte Güter. Der Pfad vor uns. Kapitel Nummer 7. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo.
Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Oh Gott, was hat der Junge an seinem Hals? Habt ihr es gerade gesehen? Oh nein, 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 nein. Die Krankheit, sie breitet sich aus. Ja, ist ja gut. Warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Beeindruckend. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Ja, den Kleinen kann man schnell begeistern. Verschlossen. Ich mach das. Ist offen. Richtig angenehm hier im Vergleich zu davor. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Tja, aber das Ding steht schon eine ganze Weile rum. Randvoll mit Spinnenweben. Noch mehr Spinnenweben. Jetzt kommen riesige Mutantenspinnen. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Geh weiter, Hugo. Moment, kann der das wirklich? Nein, oder? Wir müssen zuerst das Rad anhalten, sonst nimmt das ein böses Ende. Soll ich da schnell rübergehen? Ach, alles muss man selbst machen, ha? Melly, übernimmst du? Ja. Gut, Kleiner, bleib du hier. Hugo, kümmerst du dich darum? Ach, hier mehr, noch was. Funktioniert! Klasse! Jetzt müssen wir nur noch rüber. Amicia, du gehst doch nicht ohne mich, oder? Ich komme, Hugo. Ich suche nur noch einen Weg, wie ich dich rüberholen kann. Du hörst dich an wie Arthur. So. Warte mal. Ich könnte es von der anderen Seite versuchen, Amicia. Aber das Rad muss erst stillstehen. Ja, was bleibt das denn? Kann ich sie denn hier rüberholen? Warte mal. Wenn ich hier dran bleibe, bleibst du dann stehen? Warte, Amicia, hilf mir rüber, dann kann ich euch von der anderen Seite helfen. Dein Einsatz, Melly. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Nein, halt! Und jetzt kommt er zu mir, oder? Haben wir alle drüben? Na bitte, siehst du, ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Wir haben die Mühle besiegt, yay! Hier erstmal vorbei. Endboss Mühle. Wir sind so krass. Okay, wir müssen sparen. Denn wir sind nicht nur krass, wir sind auch so arm. Salpeter. Ich sag ja nur, Alkohol ist schweineteuer. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Wahrscheinlich kommt am Ende raus, Amicia steht auf Mädchen. Das Aquädukt. Das wäre... Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf.
aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Es würde halt total Leute passen. Gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Oh. Denn heutzutage sind ja irgendwie alle weiblichen Charaktere in Videospielen lesbisch. Also, ich wäre jetzt nicht irgendwie verwundert, wenn sie sagt, ach, ich stehe eigentlich eher auf Melly. Kennst du die vielleicht? Ich finde Melly süß. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Irgendwann zeige ich dir das, kleiner Mann. Irgendwann. Aber leider nicht heute. Was zeigt ihr denn? Nur ein Abstecher. Wir sammeln Blumen und öffnen Truhen. Tja, schau mal hier. Alkohol und Leder. Von wegen geplündert. Oh, ich glaube, da mache ich mir direkt einen Batzen hiervon. Moment, Alkohol können wir ja gar nicht 16 Stück tragen. Gehen hier nur 12. Schade. Das Wichtigste überhaupt. Und da wird wieder gegeizt. Amicia. Oh nein. Was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Ja, warum ist es nicht in meinem Blut? Ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Ich glaube, der Kleine meint das ein wenig anders. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Die wollen wirklich Kohle sehen? So, siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Es wird spannend. Bis zum nächsten Mal. Und
Tschüss.